Ja, die Frage ist jetzt, höre ich auf? Hören wir auf? Hören wir auf? Ist die Karriere vorbei? Oder nicht? Wie sieht's aus mit dem Wandscheinfahrer? Immer noch da. Wir sind nicht mal mehr ermüdet. Ich kann halt nichts machen. Ich bin halt einfach kaputt. Fähigkeiten verbessern. Ich will halt auch so nicht aufhören. Ich will mit einem Bang aufhören. Wir müssen bei WrestleMania aufhören. Und nicht so. Zähigkeitstraining mal reinballern. Und dann muss ich halt mal anfangen, meine ganzen Moves zu trainieren. Also, ne? Submission, Verteidigung, etc. Wie sieht's denn hier mit den ganzen Fähigkeits-Superstar-Infos? Fähigkeiten. 100 und Fähigkeit 10, 36. Ich möchte gern beide voll haben. Boah, eigentlich muss ich auch Fan nehmen, das ist Fan-Favorit. Boah, okay. Da ist jetzt noch voll viel reinzupacken, ne? Also, THQ. Als erstellter Superstar hat man keinen Spaß hier. Heide Witzka. Und ich möchte den Schwierigkeitsgrad wirklich nicht runterstellen. Soll ja ein bisschen herausfordernd sein. Trainingsübung reinballern. Komm, was, wenn es nicht auf den Sack geht? Submission-Übung. Nee, kann ich auch irgendwie Submission widerstehen? Ja, Ausdauertraining schade, auch nicht, kommen wir jetzt. Nee, simulieren, Sven war heute nicht mehr fertig. Sven bin nie fertig. Und hier warten noch ein paar Wrestling-Spiele. Ja, ein paar. Wie wär's, wenn wir einfach mal ausrunden, bis. Aber ich bin ja nicht übermüdet. Ich muss da auch mal was reinballern. So, Events. Schurkenfilm, reinballern. Wie viel Popularität kriege ich? 28 Ermüdung, das dürfte nicht so schlimm sein, oder? Oh, okay. Oh, war vielleicht doch nicht so gut von mir. Fähigkeit verbessern. Fähigkeit muss durchgeballt werden. Ich muss wieder gewinnen. Also sonst wird er den nicht mehr. Sonst geht's nicht weiter. Was haben wir hier? Coach, nicht so hastig. Hallo, ich weiß, du bist aufgeklärt und willst etwas beweisen, aber wir sollten nichts überstürzen, okay? Du musst dir deine Gegner einmal, was? Eine nach dem anderen vorknüpfen. Lass uns mal sehen, wie du deinen einzigartigen Jeff Hardy überstehst. Wollen wir was anderes machen? Hab ich ja schon gemacht. Was? Wie recht? Was stand da jetzt? Wie recht du doch hast. Wenn nur alle meine Superstars von War begeistert wären wie du, wären wir unschlagbar. Stell dir vor, was wir alles erreichen könnten. Es freut mich, dass du dich so für unsere Show gesetzt hast. Ja, oder auch nicht. Lass im Match gegen Shawn Michaels deine Worte und Tat folgen und zeig, dass du. Oh Gott, dass man den Gegner nicht mit Mülltonnen bewerfen muss, um extra zu sein. Ey, Match gegen Shawn Michaels? Ey, was soll denn das? Bin ich fit jetzt? Anscheinend Vorfall. Okay, ich werde mir jetzt alle meine Teile angucken. Ich habe die auf der Festplatte. Wie lange kann die schon her sein? Oh, die kann weit her sein, ne? Oh mein Gott, okay. Warte, ich skippe mal kurz durch hier. Wann hatten wir den Bandscheinvorfall denn? Oh, okay, es dauert zu lange. Nee, das mache ich nachher Aufnahme. Was soll's? Bandscheinvorfall. 28. Oktober. Das kann doch wohl nicht so lange dauern. Naja, wer steht auf der Karte heute? Shawn Michaels. Och komm. Vielleicht mal. Ich versuche mal herauszufinden. Wie lange das dauert. We are less than 3 weeks away from New Year's Revolution. This is good old JR Jim Ross here with Jerry the King Lawler. We're excited, King. What do you think of Mr. McMahon coming out and supporting ECW the way he has? Mr. McMahon's a genius, JR. But even a genius can be a little off every now and then. I guess it's up to the Raw superstars to show they can be as extreme as ECW can. And we know they can, and we know they will. Or at least they'd better. Ach, ich find's nicht heraus. Ja, skip euch jetzt, geben Sie meinen Fehler. Ich finde auch nicht die Folge, wo wir uns hinzugezogen haben. Ich meine, das war vor irgendeinem Pay-Per-View. Okay, egal, wir müssen da so durch. Jetzt, irgendwann wird ja die Nachricht kommen, ey, du bist fit. Bis dahin verlieren wir einfach noch ein paar Matches, was soll's. Och Mann. Och Mann, jo.
Oder ich stelle den Schwierigkeitsgrad runter, aber das will ich wirklich nicht machen. Also wirklich nicht. Oh mein Gott, ich soll vielleicht mal anfangen, meine Artikel zu lesen. Irgendwie scheine ich mich ein bisschen zu beschweren über die Leute. Huch, hoppala. Upsi. So. Eigentlich Shawn Michaels zu kämpfen ist auch mal geil, ne? The Excellence of Execution. Ach ja, ach ja. Wie wäre die Karriere verlaufen, wenn ich keinen Bandscheibenvorfall gehabt hätte? Ich werde es wohl nie erfahren. Let's go. You're not gonna get him with that one. Ich habe den Move noch nicht geändert. Ich hasse mich ja wohl perfekt. Oh, sure. Den Move muss ich auch noch ändern. Okay. Ich muss das mal hinkriegen. Ref, verpiss dich. Geh weg. Natürlich kontert er einen schweren Move. Warum versuche ich es überhaupt? Komm, gib mir eine Rippe. Komm, eine Rippe. Nein, DDT, perfekt. Oh, ich habe schon wieder einen orangen Körper. Wunderbar. Das Match ist doch gleich schon wieder vorbei. Jawohl. Let's go. Aber jetzt habe ich einen Move mehr. Wäre es noch gewesen. Ja, greift meine Arme an. Perfekt. Oh mein Gott, aua. Steh auf, steh auf. Komm, ich kann das doch irgendwie gewinnen. Ich krieg das doch hin. Komm, 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 komm. Aha, ja, ja. Mach mal. Ich will nicht runterstellen, aber das ist super belastend hier. Yeah. Und so konnte man ihn wichsen. Komm mal, Penner. Na, ich lieb den, aber... Natürlich kontert er. Ich werde keine Griffe mehr anwenden. Die kontern immer. Die kontern jedes Mal meinen Griff. Und bam. Das ist ein geiler Move, wirklich. Flieg. Jetzt mal vom obersten Seil. Ich glaube, ich tue auch schon deutlich mehr weh, aber... Ja, gut, schön. Erstmal in meine Ecke packen wir. Komm mal jetzt. Komm, 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 komm. Irish Whip in die Ecke. Natürlich kontert er den. Was, was ist das? Ja, ist ja wieder klar. Man könnte meinen, ich spiele auch schwer. Also wirklich. Ist aber, glaube ich, nur normal. Glaube ich. Flip. Bam. You're talking about a house on fire. So eins, was Jim Ross sagen kann, ne? You're talking about a house on fire. Jedes Mal derselbe Spruch. Finisher, land auf dem drauf, bitte kontern nicht und dann läuft er zu. Dann hoppelt der Hase ein bisschen besser, ne? Wollen wir mal gucken? Nochmal von oben ein bisschen? Drauf mit dem Pin? Na, gelber Körper. Ne? Reicht nicht, oder? Nee, 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 reicht natürlich nicht. Oh, okay, der Move ist auch gut. Keine Rundfahrt. He's unstoppable. Good old Jim Ross. Jetzt habe ich keine gute Laune mehr, danke dafür. Ach, komm schon, ja, jawohl. Was macht er denn da? Ja. Und weißt du, was jetzt kommt? In die Ecke und der andere Finisher. Whisper in the Wind, baby. Was eigentlich ein Signature Move ist, glaube ich. Oh, egal. Das knallt. Gelber Kopf, orangener Körper, reicht das schon? Ist das der erste Sieg? Nein, natürlich nicht. Was frage ich überhaupt? Komm, komm, komm. Wenn der Move durchgeht, vielleicht. Oh, orangener Kopf, orangener Körper. Nee. Mach einen Flip. Im Stand. Jetzt, 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 jetzt. Bitte, 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 lieber Wrestling Gott. Ich glaube an nicht viel im Wrestling, aber bitte gib mir das. Okay, 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 okay. Eins, zwei. Durststrecke beendet. Wir haben gewonnen.
Und das ist Ewigkeiten her. Wir haben gewonnen. Wurde auch mal wieder Zeit, ne? Back on track, baby. Och, nö. Oh, ist das Kelly Kelly? I'm giving you the chance to put your money where your mouth is by awarding you the newly reinstated Hardcore Championship. Kelly Kelly. If you can hold this championship for a month, I'll concede that you're as hardcore as ECW has ever been. Okay. The only catch is, it must be defended 24 hours a day, 7 days a week. Das ist also quasi der 24/7 Teil, ne? Extreme rules, starting now. Jetzt noch ein Match? Wie? Hä? Jetzt? Sofort? Hätte ich mal nicht gewonnen, ey. Okay. Muss ich jetzt schon wieder ran? Das ist aber nicht so nett. Können wir das bitte sein lassen? Ich muss ran, oder? I can't believe this. The Hardcore Championship has just been reinstated. Boah, ich darf gegen meinen zweiten Lieblingswrestler ran, das ist schon heavy. It's the 24/7 rule of the Hardcore Championship, JR. Anyone can challenge for it anywhere at any time. Ach du Scheiße. Das geht jetzt schon los. Tja, aber was soll ich sagen? Das wird nicht mehr in dieser Folge passieren, weil ich brauche einen kleinen Cliffhanger.